Ich muss ganz ruhig sein, denn hier möchte ich Herbert der Zweite und Georgie der Erste nicht verschrecken. So, wir kommen zurück zu Elden Ring. Nein, was Besseres ist mir für den Anfang der Folge nicht eingefallen. So, dass ich hier die beiden gesehen habe. Ich bin ganz, warte mal kurz. Warten Sie. Ich bin ganz, 3 Meter gelaufen von da drüben bis hierhin. Ja, es ist also nicht viel passiert. Ich wollte mir eigentlich hier die Gegend angucken. Habe ich erfolgreich gemacht. Also effektiv habe ich mir auch das von da bis hierhin angeguckt. Das war's. So, ich hätte das aber für einen ganz guten Zeitpunkt hier weiterzumachen. Denn so sieht diese Asche aus, die man hier finden kann. Das Pferd irgendwie mal aufzumöbeln. So, verehrte Geisterasche, please. Vielen Dank. So, die beiden lassen sich allerdings in Ruhe. Die sind nice. Achtung, Hund. Ja, fast. Ist eine Schildkröte. Danke. Hund. Nein, das ist kein Hund. Oh, ein Schildhund. Ah, was war denn hier? Ah, Hund. Okay. Aber warum? Ah, nein. Ja, genau. Wir sind auch immer noch im Land der Dicken. Besser gesagt, das Land der Äslichen. Die sind wohl, naja, mit Schönheit nur so gesegnet. So, ich glaube, da oben gibt es noch einiges. Da gibt es wieder nur einen langweiligen Vogel, den man aus der Welt boxen kann. Und Dinge, die man hier auflesen kann, das ist gerade eher so semi-spannend. Das muss echt ein Ausblick sein. Das ist das mein Ausblick. So, ach so, da kann ich dann da runter? Sieht danach aus, ne? Guck mal, da kann ich da zum Strand. Bei denen habe ich immer noch Angst da drüben. Ach so, nee, das ist das Anfangsgebiet. Ah, stimmt. Ja, habe ich das mit der Orientierung mal erwähnt, ne, dass die nicht so ganz ausgeprägt ist. Naja. Hä, ist das ein goldenes Schaf? Nee. Es glitzert nur in der Sonne. Das ist das Boss-Schaf. Hä, das ist aber echt. Ach so, das ist so ein. Ach so! Das ist so ein Stromschaf. Cool. Gleiche plündern. Toll. Und irgendwer magic hier schon wieder rum. Ich hab doch gesagt, Zaubern ist hier verboten. Ah, sieht er mich? Nö. Ja, die ist noch gar nicht mal so stark. Aber umso besser für mich. Jetzt macht ihr noch mal Platz. Es sind 2 von ihnen. Sie sind doppelt hässlich. Ciao. Ja. Da war nix. So, Schmiedestein. Der 4. Großpfeil. Ah, ja. Gut, dass ich so viele Fernwaffen dabei habe. Wie wir in der letzten Folge feststellen mussten, sorgt schon ein Bogen dafür, dass ich eine Fat Roll machen muss. Gott, ey, hässliche Leute nehmen sich auch hässliche Hunde. Ciao. So, habe ich irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Außer diesen wunderbaren Sonnenuntergang. Ja. Der Untergang der Sonne. Okay, wo möchte ich denn hin? Ich würde gerne weiter da hoch. Ach, die Viecher schon wieder. Oh, die sind... Jo, wie viel Leben hat der denn? Gott, die sind richtig widerlich. Ein bisschen abgemagert, die Guten. Hm.
Mal langsam wieder. Alter, was ist das denn? Ich hab das Boss-Schaf gefunden. Oder das bossige Boss-Schaf. Okay, Harzknoten. Und es gibt ziemlich viel Erfahrung. Au. Ja. Stell dir mal vor, du hast einfach so einen Ellenbring so und dann bist du einfach so von so einem Schaf überfahren. Ehrenhaft. Dann ist das Schaf der neue Eldenfürst. Zurecht. Oder Ziege oder Ziegenbock oder keine Ahnung. So, tschüss. Ist ja einfach Schaf. Daneben. Boah, mir ganzen 39 Runen. Alter, nicht so viel. Level ich ja gleich noch. Gelbe Fulgoblüte. Ist noch ein sehr explosiver Wald. Ich verwechsel mit explosiver Wald. Den wiederum nicht verwechseln mit Wald Disney. Ciao. Ich den wiederum. Handbuch des großen Herrschers. Ja, das mal durchzulesen wäre cool. Ich weiß aber nicht mehr, wo man das findet im Menü. Und nein, ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Okay. Ach, wie süß. Du bist hier eine hässliche kleine Ratte gewesen. Oh nein. Fridolin, bist du's? Ciao. Ich habe ihr eigentlich nur einen Gefallen getan. Bin ich denn schon wieder hier, Gott? Seit einer halben Stunde keine Gnade mehr gesehen. Ich könnte mich auch zurück teleportieren, aber das ist langweilig. Ha. So, hier ist meistens eine Höhle oder die Hälfte davon. Was haben wir denn hier? Falle voraus. Ach! Ja, aber doch nicht. Vorsicht vor, starke Falle. Oh oh. Okay. Wer ist er denn? Nein, das ist der Ziegenpeter. Au! Okay. Ziegenpeter! Peter hat jede Ziege. Schwerer Gegner. Ciao. Und gibt nur 1500 Runen, also gar nichts. Ich soll ich die Schafe fast mehr. So, auf Wiedersehen. Vorsicht vor, starker Feind. Starker Feind. Lappen habe ich da gesehen. Training habe ich da gesehen. So. Ja gut, ich bin auch eventuell ein kleines bisschen overlevelt für das Gebiet. Ich weiß es nicht. Also mit Stufe 168, da kannst du schon. Da ist schon so einiges möglich, würde ich behaupten. Weil die Empfehlung, in dieses Gebiet zu gehen, ist ja so bei 130 oder so, Fragezeichen, aber ich weiß auch nicht, wie viel oder mit welchem Level die Leute das Spiel meist abschließen, also ne, die letzten Endgegner, damit auch Malenia oder so mit, ich glaube so 160 oder so gemacht, keine Ahnung, ne, und dann ein bisschen so von A nach B gelaufen, ein bisschen, oh, ich werde in eine andere Welt gerufen, geil. Kann ich endlich mich mit anderen Leuten hier prügeln? Aber erst Überreste plündern. Überreste plündern! Plünder doch! Wieso? Shit. Ja, Dinge, die ich vielleicht mal hätte ausstellen müssen. Naja, egal. Ups. Schön mit der Kaffeetasse erstmal hier gegen das Mikro. Hallöchen! Hä, zu wem? Helft ihm beim Siegen der blutigen Finger. Ich bin auf dem Weg! Warten Sie doch! Aha. Hey! Krummfinger Kerl. Kerl! Kerl Kestis, bist du's? Ich weiß nicht, wie man sich verbeugt! Wie macht man das? Achso, du musst hier irgendwie. Ja, was jetzt? Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Greift er mich jetzt an oder nicht? Na, ich würde den jetzt ungern boxen, wenn er da so. Ja, aber.
Was will der denn jetzt von mir? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wo sind denn die Dinge? Kann ich jetzt machen? Oder greift er mich an? Was sollte ich denn tun? Da, Gesten. Greift er mich an? Ja, tut er. Warum? Dude. Tu doch sowas nicht. Was hab ich denn getan? Schmiggel! Voll daneben. Au. Okay, der kann. Hä? Also irgendwie trifft er mich immer, aber irgendwie trifft er mich auch nicht. Achso, der macht mir immer so ein bisschen Blutungsschaden. Okay. Voll daneben. Dude. What have I done? Er hat sich ihm gebufft. Und er hat den Megatritt. Smiggle! Okay. Voll daneben. Das hat Eindruck geschindet. Sie sind bestimmt hart beeindruckt. Jetzt hören Sie doch mal auf! Kann ich auch die ganze Zeit angreifen. Wenn ich mal irgendwie was hätte hier an Ausdauer. Voll daneben. Okay, das war beeindruckend. Oh shit! Oh nein! Ja, erstmal eine Runde Diesel einwerfen. Okay, das macht aber Bock. Au! Aber das schon. Hä, der wird irgendwie. Der wird dann irgendwie unverwundbar oder so. Ja, erstmal wieder ein Liter Diesel reinpfeifen. Hä, der zieht mir immer Ausdauer ab oder so. Ja, erstmal ihn so ein bisschen tanzen lassen. Dance, my puppet! Ey, hör auf damit! Was soll das? Wieso? Oh, nicht gut! Nein! Nein! Oh shit, einmal scheiße gerollt. Er hat gut gemacht. Ja, scheiße ausgewichen. Ja, freu dich. Also, es klingt jetzt so, als ob ich ihm das nicht gönne, aber ja gut, hat er halt gut gemacht. Eine interessante Spielweise. Na, die Schmach. Die Schmach. Direkt erstmal 50 Abonnenten verloren, so. Ja, ich habe ihn gewinnen lassen, sagen wir mal, ne? Ist einfach so alles gut reden. Cool. Rüstung der Dingens. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Das hier, ne? Nee. Was habe ich denn bekommen? Was habe ich denn gerade aufgesammelt? Rüstung des Allwissenden? Nee. Das müsste schon. War das nicht so, als ob die das. Also, dass die einem anzeigen, was man hier aufgesammelt hat? Das wäre halt echt cool. Sieht man das hier nicht auch irgendwo? Nee, ne? Ah, hätte ich mal besser aufgepasst. Ansicht wechseln, Mitte. Was ist denn die Mitte? Aha. Aber ich glaube, das mit dem Rausziehen in andere Welten, das lasse ich erstmal drin. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich wusste noch nicht, was die beiden da von mir wollten. Irgendwie, ich glaube, die haben auf den anderen da gewartet oder so. Oder wollten, dass ich irgendwie gegen den kämpfe oder so. Also keine Ahnung. Ich bin der Aufforderung nachgekommen. War interessant also, auch dass er mich dann nicht getroffen hat und mir trotzdem Ausdauer abgezogen hat. Beziehungsweise nicht Ausdauer, sondern, hä, komm ich da her? Ähm.
Wenn ich da... genau, aus der Höhle kam ich da raus, genau. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass auch wenn er mich nicht trifft, nicht direkt, dass er mir dann so Blutungsschaden gemacht hat. Oder so ein Bug oder so. Kann natürlich auch sein, dass er mich irgendwie jedes Mal getroffen hat. Hohoho, das war knapp. Aber ich denke, das lasse ich einfach mal drin. Kirche der Segnung. Da sage ich nicht nein. Ach, da kriege ich wieder so ein Sabaku. Ne, kriege ich nicht. Gesegneter blauer Talisman. Cool. Ach, das ist, dass man wahrscheinlich so ganz langsam FP regeneriert, ne? Weil es gibt den in Rot und dann gibt es wahrscheinlich auch den einmal in Blau. Regeneriert langsam FP. Boah, ey. IQ plus 5000. Und dann haben wir wieder so einen Schädel. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Genau. Kirche der Segnung. Das... Kirche des Trostes. Das sieht aber so aus, als hätte ich mir da den... Ach so, nee. Ich bin falsch. Irgendwie dachte ich jetzt gerade, okay, das muss ja auch irgendwie so gelb leuchten, was absoluter Bullshit ist, weil, das tut es ja nie. Ja, ich weiß nicht, warum ich das gerade assoziiert habe. Egal. Gehe ich nochmal kurz zurück, wenn das geht? Nee, kann ich nicht. Schön. Ah, ich bin ja von hier oben. Ach so, doch, genau. Da konnte ich ja durch den... stimmt. Ich wollte schon wieder weglaufen. Aber hier oben kann ich mir das ja noch anschauen. So, hier gibt es hoffentlich nichts mehr. Nichts, was ich übersehen kann. Nope. Na gut. Ich mal hier lang. Eisengefäß Aromat, wunderbarer Arznei, genau, und ich habe noch das hier von der Dingens, was, wie hieß das nochmal? Mein Gouda, ey. So, Segen von America. Boah, wer hat das nochmal, America war die Göttin am Anfang, ne? Gott, ich werde schon wieder darüber gezogen. Jetzt krieg ich meine Rückrunde, jetzt krieg ich meine Revenge. Eine Revenge! Ja, er sagt nichts mehr. Nachrichtenformat ändern. Hä, stimmt doch gerade. Ach so. Ach, wenn ich das einschreibe, okay. So, Moinsen! Krumpfinger Bunk. Und Bulger the Mad. Na dann. Ihr seht schon hart am Battlen hier. Wer ist denn? Yo. Nicht dein Tag heute. Oh, der hat auch zwei. Und er ist so ein bisschen allein, habe ich das Gefühl. Mein Gott, er wird richtig tot gepiekst. Ja, genau. Tschüss. Rundbogen. Vielen Dank. Na gut, das war jetzt auch. Da ist keine Ehre. Da gibt's keine Ehre zu holen. Wenn du mit zu dritt einen verprügelst, das ist nicht ehrenhaft. Ich meine, den Runenbogen nehme ich halt gerne, ne? Aber. I don't know. Das fühlt sich nicht richtig an. Durch den unehrenhaften Sieg. Oh, unehrenhaft. Bin ich denn jetzt? Ich wollte da hoch. Ich muss husten. Moment. Ja, gesundheitlich immer noch nicht ganz auf dem Damm. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude verdammt nochmal. So, wo muss ich lang? Wo muss ich hin?
mit der Nase nach. Wo ist das Buffet? Da ist das Buffet! Los, Buffet! Oh, da gibt's irgendwas Tolles. Da gibt's schon wieder ein Gemälde. Aha. Hütte des Künstlers. Aber er ist doch gar nicht hier. Okay, das sieht nach Spaß aus. Er bestimmt wieder. Probier mal mit Springen. Achso, okay. Achtung, Elden Ring. Fast. Okay. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich übersehen habe? Sonst gehe ich nämlich hier weiter. Gibt es da noch irgendwas in dem Wald hier? Mal sehen. Komm, jetzt mach ich aber die. Die Schnellreisefunktion, wollte ich gerade sagen. Und der trinkt erstmal. Toll. Wie sehe ich denn, dass das Pferd besser wird? Also Torrent im Englischen. Im Englischen, ja genau. Oder Sturmwind im Deutschen. Torrent finde ich eigentlich. Ja, klingt witzig. Schau. Den Loot nehme ich gerne. Heil, ohne Gnade. Okay, noch irgendwas vergessen? Ja, dann vielleicht. Ja, der Rabbin wird wieder die ästlichen Vögel. Vielen Dank. Sieht nicht danach aus. Sehr schön. Gut. Dann mache ich mich mal aus dem Stäubchen. Nachdem ich auch das letzte der Donnerschafe getötet habe. Okay. Tja, bin ich schon wieder ratlos. Ich kann da lang. Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich bleib erstmal hier oben. Wenn möglich. Hier in der Stadt habe ich alles gemacht. Da bin ich hier reingekommen. Gehe ich noch einmal kurz zur Gnade. Und wo ich gerade dabei bin, kann ich auch die. Na, hier eine von den Runen. Mein Gott, ey, wie viele habe ich denn davon? Wie viele war das nochmal? 5000! Ja, heilige Mutter Gottes, wie viel brauche ich denn? Ach du mein liebes Radieschen. Segen des Schattenreichs. Genau. Verehrte Gastherrsche verwenden, um den Segen zu stärken. Ja, gut, dann, ne, verstärke ich mal. Stufenaufstieg. Nee, reicht genau. Ha! So, was möchte ich denn haben? Ich möchte. Wie kann ich denn nochmal das. Achso, das war mit Kondition, ne? Dass du das maximale Ausrüstungsgewicht auch hochpacken kannst. Ausdauer wäre gar nicht so schlecht. Kraft. Bringt mir das gerade was? Ich möchte nicht nur Damage machen. Ich möchte auch irgendwas haben mit. Boah, jetzt gehen wir mal ordentlich hier nach oben. Ja, noch ein bisschen mehr Schaden? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir nehmen erst nochmal Schaden. Also eher so, ja, ne, so die ganze Zeit Schaden möchte ich nicht, aber rüstet erstmal Schaden aus. Mhm. Sehr gut. Sorry. So, was haben wir denn ihr? Ihr haben wir wieder einen sehr esslichen. Ich bedanke mich sehr für die Rünen. Okay, und hier scheint nichts zu sein. Dann möchte ich mal zu Schloss Sturmschleier. Nee, Sturmwind oder? Nee, Sturmschleier, ne? Nummer 2. Ja, das ist jetzt einfach mal so. Sagt er, dann lässt sich wieder ablenken. So, das finde ich ein bisschen schade, dass man diese
Verbrauchsgegenstände, hier diese größeren Töpfe und so, dass die sich nicht so direkt wiederherstellen. Das wäre ganz cool. Aber gut, dann müsstest du ja auch die Materialien und sowas sammeln. Und ich finde schon, das bringt halt einen wesentlichen Vorteil im Kampf. Ist halt scheiße gegen Bosse und so, weil du effektiv, ja gut, dann verbrätst es halt und dann ist es halt wieder weg und so. Nein. Nachricht lesen. So. Da kam ich her, ne? Ne, nicht? Ach so, das ist eure Treppe. Das hab ich so gedacht. Sehr schön, sehr schön. Gibt's wieder nichts? Finde ich etwas, also erkunden wird ja belohnt, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt wollte ich eigentlich irgendwie so eine Überleitung zu The Witcher machen. Bei The Witcher 3 beispielsweise, für mich tatsächlich, und das muss ich auch tatsächlich sagen, auch wenn ich jetzt gerade hier Elden Ring spiele, für mich das beste Spiel ever. Einfach wegen dem Storytelling und wie es halt gemacht ist. Ja, generell ist auch von... Boah, The Witcher ist jetzt... Also der dritte Teil ist jetzt mittlerweile auch schon richtig in die Jahre gekommen. Ist ja von 2015. Kam im Mai raus, wenn ich mich nicht irre. Und hat einfach, also es gibt wenig, was vom Storytelling mithalten kann, wobei ich ein kleines Aber hinten anschieben muss, und zwar habe ich bis jetzt noch nicht Baldur's Gate 3 gespielt. Mal sehen. Ja, das wird auf jeden Fall auch kommen. Achso, oh, dann hätte ich jetzt hier fast angegriffen. Ihn oder sie oder, naja, oh, da haben wir da den Kesselmacher. Aber, ja, bei The Witcher ist es halt so, dass du generell... Oh, immer noch so ein Skadubaum-Fragment. Hattest du im Endeffekt auch so hinter jeder Ecke irgendwie was, was du finden konntest. Und hier hast du halt relativ viele Ecken vergleichsweise, wo einfach mal nichts ist. Aber dann noch wieder Ecken, wo halt tatsächlich richtig geiler Scheiß wartet. Naja, Message war auf jeden Fall, oder sollte auf jeden Fall sein, dass es bei The Witcher ein bisschen zu gut gemeint ist. Hier ist es ein bisschen zu, fast schon zu schlecht gemeint. Aber das ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau. So. Oh, pass auf. Das möchte ich jetzt mal eben sehen. Stufenaufstieg. So, wir haben hier 572, 34, 34, 4, 34er, das kann man sich merken, und 707. Genauso viel wie die... Geil. Der gleiche Anteil, den man bekommt, wenn man die Viecher da unten verprügelt. Dann kriegst du nämlich 707 Seelen oder Runen. So, 572, ja gut, kann man sich so merken. Und wir gehen einmal auf die Stufe 2. So, da würde ich mir auch so ein bisschen wünschen, dass die... Nee, und ich lag falsch. Das heißt, ich habe zwar den... Warum ist das dann gelb? Also... Das verstehe ich dann nicht. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann muss ich das mal ergoogeln. Vielen Dank. Also ein Indikator für die Stärke hätte ich dann schon gerne. Also außer, dass da irgendwie steht, ja, Stufe 3 oder so. Together we work. Together. For Mikkela the kind. Many things we have found. Together. Mit Moore sprechen. Ha, mit Michael Moore sprechen. One of the Forager brood was killed. This thing is a tragedy. This thing cannot be forgiven. Also, wir sind sehr theatralisch jetzt, ne? So. Und jetzt, wo ich nämlich gerade... ist auch geil, wo ich den gerade so hab reden hören. Ja, vielleicht habe ich das Headset falsch rum aufgesetzt. Weil der Ton kam immer von links und er sitzt rechts und ich so, hä? Ach, guck mal. Blitzsichere eingelegte Leber. Mmh.
Harzknoten, okay. Versiegelte Geisterquellen, eine Notiz mit wichtigen Informationen. Dann gehen wir her. Kaufen, verkaufen mit Mursprüchen. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the Forager Brute. Things bring joy to all. Ja. Kommt drauf an, was du findest. Goodbye. Die Glückseligkeit. Oder so, ja, so, jemand kommt da so hinter so einem riesigen Felsen so hervorgelaufen, so, hey, ich hab was gefunden, und dann läuft einfach so ein riesiger Endgegner hinter mir her. Ich hab noch einen Freund mitgebracht. Da kommt noch so ein Feuerriese, nur in, viel krasser. Okay, ja, da steht immer noch einer, mit dem ich reden kann. Hallöchen. You must be the Tarnished. I am Ansbach. Formerly in service to Lord Moak. Aha. But now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. Uh-huh. I'd rather not volunteer service to a new master, unless I know that I can be of use. Da hast du vielleicht eine Stelle frei, Kollege. May I request a service of you? 6 crosses, identical to this one, have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. Crosses. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you just what... Be certain to tell me. Okay, seltsame Formulierung. Egal, Kreuz berühren. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Okay. Bisschen was von Jesus. I don't know. Da setze ich mich erstmal wieder hin. So. Ja, wieder irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich wiederhole mich da auch sehr gerne, aber das Dumme ist, du kommst echt, also geht zumindest so für mich, ich, Alter, was ein Winkel. Kann ich da mal irgendwie so ein Thumbnail draus bauen? Das ist halt immer scheiße, weil es gibt tatsächlich keinen Fotomodus. Und ich habe extra gegoogelt. Und die Leute so, ja, scheiße, es gibt keinen Fotomodus, weil du hast echt richtig geile Motive sehr, sehr oft. Und, ja. Geht halt nicht, nicht? Steht hier. Keine Objekte voraus. Ah ja. Das sehe ich. Ja, darf ich mal... Hallo? Okay. Hier finden Sie mal wieder gar nichts. Aber ich kann mir direkt mal wieder so einen komischen, heißen Chili-Topf hier fertig machen. Was braucht ihr nochmal? Rotfleischpilz und ein... Nee, 2 schwarze Feuerfalter. Alter Falter, du. Erstens umkehren, sozusagen hinten. Ah ja. Elden Ring, wo die Weisheit nur so aus den Leuten heraussprudelt. Die Klippe runtergesegelt. Nice. Auch hier ist nichts außer Falter. Okay. Alright then, keep your secrets. Cool. Darf ich da überhaupt rein? Vorsicht vor... Schwacher Feind, okay. Vorsicht vor Bestie. Komm, wir drücken das Tor gemeinsam auf.
Hallo? Oh, oh, oh. Ist jemand da? Geil. Ach, du bist ja ein Putzi. Putzi! Der ist echt scheiße. Schwach. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Auf Wiedersehen. Schade. Also da oben sah der einfach so relativ riesig aus. Springt runter, ist das so ein kleiner Dackel. Ja. Okay, schön, dass wir uns unterhalten haben. Auch echt ein Vorteil, dass ich nicht unter, es war irgendwie so eine Skorpionspinne oder so. Ich konnte es nicht genau sehen, weil, da sind noch mehr. Ja, es sind so, genau, ja, so spinnenartige Skorpion, genau. Die darüber hinaus absolut gar keinen Schaden drücken. Okay. Das ist ja echt gut, dass ich nicht unter Arachnophobie leide. Oder Arachnophobia. Also Angst vor Spinnen. Aber das ist auch. Ach cool, guck mal, die beten hier vor sich hin. Das sind Statuen, du Idiot. So, naja. Verdammt, was wollte ich jetzt sagen? Das ist aber wohl biologisch so ein bisschen verwurzelt, weil, naja, das, was der Mensch damals kannte. Das ist nämlich für Erzegeisterasche. Ist, naja, dass sich so ziemlich alles auf zwei Beinen und sowas, also dass eben das meiste zwei Beine hatte. Geheimnis voraus, naja, gelogen. Naja, und wenn dann irgendwas mal so sechs oder acht Beine hat, dann, ist das schon so ein bisschen unheimlich. Schattenreich-Rune. Aha! Diese Stelle sei tatsächlich mal Grounded empfohlen. Ein bisschen so wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, nur als PC-Spiel. Naja, und da ist Arachnophobia leider so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Semi bis komplett ungünstig. Ciao. Ich fahre mir erstmal meine Runen hier. So, dann gehe ich mir hier den betenden Leutchen vorbei. Hört ihr auch diese Spinnen? Das ist ja schon wieder einer davon. Trampel. Die sind so richtig haarige Viecher. Insekt. Ja, nee. Ach ja, Fernkampf versuchen. Ah, nicht notwendig. Feuersicherer Trockenkleber. Ja. Patex Evolved. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand schon mal von den Leuten, die sich auch trauen, in die Chats zu schreiben, nicht in die Chats, hier in die Kommentare, ob da einer dabei ist, der schon mal irgendwie so Tarantel oder sowas gegessen hat. Soll ja in, Vorsicht vor rechts, okay. Ja. Vorsicht vor dem politischen Rechts. Der Aussage nach soll ja, ja. Haben wir erstmal angeschissen. Okay. Das ist also ein bisschen so wie Chips. So vor sich hinknuspern, wenn die so geröstet wird. Mmh. Bauen eine Fahrt voraus. Ey, verarscht mich doch nicht! Boah, das sind wieder die ganzen Spaßvögel, die einen hier in die Irre schicken. Und. Ja, fast. Die Leute wissen einfach nicht mehr, was eine Spinne ist. Das ist das Problem. Bildungslücke. Vorsicht vor Dunkelheit. Seltsame Person voraus. Aha, cool. Hallöchen. Oh, Hund. Wo? Okay. Ja. Okay, fast richtig. Bellurat, Turmsiedlung. Als ob ich den übersehen hätte. Aha. Komm ich da durch? Da käme ich wahrscheinlich durch, ja? So. Dann würde ich aber sagen, das ist hier wieder der perfekte Zeitpunkt für einen Cliffhanger.
Ich darf mich mal wieder bedanken. Für alles. Und sage mal bis später, Peter.